Ich bin nicht schwul. In ihrer Heimat suchten die Halbvampir-Zwillinge Lorelei und Silas Ruhe und Schutz vor den todbringenden Satanisten. Alle Stadtkinder und Vampire müssen brennen. Satan, Schöpfer, Gebieter. Schöpfer, Gebieter. Auf der Jagd nach Blut begegnet Lorelei Umweltschützer Sascha. Wann wird der Menschheit endlich klar, dass sie geschützt werden muss? Nicht nur ihr Herz. Wenn du mich berührst, prickelt mein ganzer Körper, so wie Schneeflocken im Frühling. Auch das ihres Bruders schlägt fortan nur noch für den Umweltaktivisten. Du und dein Bruder, ihr müsst euch beherrschen. Ich weiß, ihr liebt beide diesen Jungen, aber ihr müsst aufpassen. Euer Liebeskampf könnte eure ganze Art vernichten. Aber warum? Dürfen wir nicht lieben? Dürfen wir nicht glücklich sein auf dieser Welt? Doch. Aber die Bewohner haben Vorbehalte gegen euch. Gegen eure Kultur. Wenn ihr heute Nacht beide Sascha antanzt, wird es eine Katastrophe geben. Nehmt das Blut der Menschen. Aber passt auf. Es ist ihr Zuhause. Ihr müsst euch anpassen. Du meinst, wir dürfen hier leben, aber sollen erscheinen wie der Schatten der Nacht. Sichtbar, aber nicht vorhanden? Das ist doch eure Art zu leben, wenn ihr überleben wollt. Es gibt Menschen, die mögen alles Fremde nicht. Sie mögen keine Ausländer, keine Schwulen und keine Schattenkinder. Vielleicht mögen sie nicht mal sich selbst. Was würden sie tun, wenn sie anders wären? Im Grunde genommen sind sie ja anders. Sie sind nicht schwul, keine Ausländer und... Sie wissen nicht, wie gut tut. Habe ich bloß angerichtet. Nein. Ich bin nicht schwul. Ich war doch nur betrunken. Ich bin nicht schwul. Nur betrunken. Was sollen meine Kumpels sagen? Pervers. Lorelei ist ja ganz süß. Und sie ist ein Mädchen. Silas mag ich sehr. Mit ihm ist alles anders.
aber ich will nicht anders sein. Ich will doch nur glücklich sein. A safe night. I'm living in the forest of my dreams. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it. But then time will never go. Dias!